Servus Leute und willkommen zur nächsten Runde Taumatische Mystik. Wir haben ja schon einiges geschafft und ich habe in den letzten Folgen vergessen, das Intro zu zeigen. egal, heute wird es mega spannend. Und zwar nervt es mich die ganze Zeit, dass ich hier überall meine 1000 Waypoints habe, wo ich meine Aura Notes habe. Ich möchte die hier vor Ort haben. Das heißt, wir werden uns die Aura Notes holen. Ganz einfach. Nebenbei machen wir noch was anderes. Und zwar machen wir Master Note Tapping. Und Note in the Jar ist im Prinzip eine Note in einem Jar-Behälter, in so einem Ding hier. So, wir nehmen uns beide. Habe ich beide gekriegt? Ja, wunderbar. Als erstes machen wir Master Note Tapping. Das ist im Prinzip, damit wir ein bisschen schneller oder so schnell wie überhaupt möglich. So, das sind vier. Ich habe natürlich meinen Research Helper wieder oben auf, damit wir noch schneller unser Zeug ziehen können. Oh, das war jetzt ungeschickt. Na, nee, egal. Motos. Ah, mein Grad, der ist nicey nice. Hier. Vinculum. Und Perditia. So, dann haben wir das. Dann gehen wir jetzt hier runter. Das ist Permutatio auf Auram. Auram kommt mittlerweile relativ häufig vor. Drei Stück. Precantatio. Muss mal aufpassen, von welcher Richtung man kommt. Das ist immer gefährlich. Ordo, das war günstig. Und jetzt Auram auf Precantatio, weil anders können wir es nicht mehr machen, weil hierüber geht nicht mehr. Außer Motus auf Precantatio hat Machinia. Machinia! Als erstes gucken wir gerade mal bei 3. Nö. Hat's nicht. Das heißt, wir gehen auf Auram. Auram, Auram, Auram. Was sind das da? 4. Auran, Auram, Precantatio, Vitium. Ah, auch ein gratis. Nice. Ah, brauchen wir jetzt aber noch einmal leider. Und zwar hier. Und die Verbindung ist Perditia. Here we go, Master Note Tapping. Haben wir das auch erledigt? Zeige ich euch gerade nochmal. You have added further refinements to the methods you used to tap our notes. You are now able to draw this 3 times faster than normal. Also wir können eine Note 3-mal schneller absaugen als normal. Wir haben ja schon die doppelte Geschwindigkeit, glaube ich, hier. Genau, und jetzt haben wir die dreifache. So, nice to have, aber ihr seht schon, das ist ein bisschen teurer. So, mein lieber Research Helper. Wir brauchen Motus oder Auram auf. Mach mal Auram auf Lucrum. Das sind 5. Lucrum, 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 Lucky, Lucky. 5. Find Connection. Precantatio. Sind das denn 5? Ja. Potentia. Ordo. Instrumentum. Und Humanus. So, das sind auch 5. Dann gehen wir Auram zu Motus. Motus. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist Motus? 5. Find Connection. Ah, sieht genau gleich aus, fast. Precantatio. Potentia. Ordo. Instrumentum ist gratis gewesen. Und Mechanica. Ne, Machinia. Ups, Mechanica. Mechanica. Haben wir ja mein Mechanica. Dann machen wir mal Lucrum auf Permutatio. Lucrum. Auf Permutatio sind auch 5. Okay. Ist zumindest was ganz anderes. So, wir brauchen Farmes. Vakus. Haben wir noch 3? Ja, Perditio. Gelum. Das ist dieses Viereck-Ding da. Oh, das ist auch gratis. Oh, nice. Und nochmal Perditio. Here we go. Bam. Denn gratis ist echt nice, weil das kann sich jetzt hier refreshen. Dann haben wir nächstes Mal wieder ein gratis. Ja, läuft bei uns. Läuft bei uns. So. Jetzt Note in the Jar. Jetzt wird's funny. Water Jars, bla 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 bla. Egal, ich erzähle euch mal gerade, um was es geht. Also man baut quasi so einen Jar, sowas,
baut man um eine Node. Hier ist die Node. Und ihr baut das im Prinzip mit Slabs und sonst nur Glas. Ihr braucht ziemlich viel Wiss, aber wir haben ja einen fetten Zauberstab. Was wichtig ist, ist, dass die Node könnte beschädigt werden, die ihr reinnehmt. Punkt 1. Punkt 2 ist, die Node wird quasi eingefroren in den Status, in den sie war. Das heißt, wenn die gerade am Regenerieren war, die wird quasi als der Wert, den ihr einfangt, das ist der Maximumwert. Das heißt, hat die, weiß ich nicht, 10% weniger, als dass sie maximal hätte, war es das mit den 10%, die verliert ihr. Das heißt, Nodes, die ihr transportieren wollt, auf jeden Fall in voller Größe nehmen. Das ist ganz wichtig. Was hatten wir noch? Ja, auch während die da halt drin ist, regeneriert die nicht. Ja, das erklärt sich aber selbst. So, dann, meine Damen und Herren, haben wir keine Slabs, haben wir Planks, jawollo. Dann holen wir uns doch mal, würde ich sagen, zumindest eine Note. Warte mal, der hat doch auch 70, oder? Nee, der hat 50. Was hat denn der da? Hast du 70? Ach, guck mal, wir können zwei holen, geilo. Oh, ich habe lang kein Geilo gesagt. Lang habe ich es geschafft, es aus meinem Wortschatz zu verbannen. Aber irgendwann kommt es halt einfach wieder. So, here we go. Jetzt gehen wir mal zu einer Node, die irgendwie fett ist. Zum Beispiel Perditio Teleport. Ups. Ah, ich habe meine Rüstung nicht an. Die sollte ich annehmen. So, wo ist die Node? Oh ja, die ist fett. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier sauber bauen. Okay. Und zwar einmal so ein Ding drumherum, unten lang. Dann oben. Dann oben zumachen. Ich mache mal gerade den Waypoint hier weg. Remove. Brauchen wir nicht mehr. Und dann machen wir hier oben zu. Und dann kommen die Slabs drauf. Und, Achtung! Also, warte mal, das machen wir lieber mal weg. Nicht, dass das hier... So. Bam! We got ourselves a node in a jar. Und die machst du einfach kaputt. Und, ja, jetzt hast du die Node hier drin, ne? Läuft! So. Habe ich noch irgendeine Big One? Irgendeine Big Ordo. Ich bräuchte ja so eine fette Ignis. Egal, wir nehmen jetzt hier die Ordo. Ja, 100 hat die. Nice, nice. So, machen wir den Teleport schon mal weg. Remove. So, gleich Spielchen wieder. Boah, hier laggt's. Boah, lag. Machen wir das schon mal weg da. Boah, das wird alles in der Tempel wird so laggen, wenn wir dann 10 Aura-Nodes haben. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man die jetzt aufstellt, aber das machen wir gleich. Die dürfen nicht so nah beieinander stehen, weil sonst fressen die sich gegenseitig auf und verlieren Wies. So. Wer hat noch was? Du hast noch was. So, bam. Here we are. We got ourselves the next node in a jar. So. Jetzt haben wir schon zwei. Jetzt gehen wir mal einmal zurück zum Tempel. Teleport. Kurz hier einmal aus. So, jetzt stellen wir die natürlich auf. Und ich habe gedacht, wir stellen die hier in die Katakomben auf. Oh, leck. Und machen so eine kleine Sammlung. So, die erste stellen wir hier hin. Und zwar kann man die dann wieder befreien, indem man einfach das Ding platziert und rechte Maustaste. Boah, guck mal, wie fett die ist. Rechte Maustaste mit einem Zauberstab drauf. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, es sind 5. Zur Sicherheit machen wir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zur Sicherheit machen wir noch mehr. Guck mal, wie fett die ist, wie geil. So, und Achtung, bam, here we go. So, jetzt können wir uns nämlich hier geil aufladen. Können immer wieder hier runter gehen und dann einfach hier
die Nodes abziehen und wir müssen nicht mehr 500 Jahre unterwegs sein. Das heißt, ich muss eigentlich jetzt coolerweise noch von jedem Primal Aspect so eine Riesen-Node finden. Das ist leichter gesagt als getan. Aber ja, wir haben natürlich jetzt hier viel zu wenig Wiss und ich habe auch leider keine Riesen-Node mehr sonst. Das sind alles so Pipifax-Nodes, die halt 20, 30 haben. Aber, oh, hier haben wir eine Water mit 60. Eine Water mit 60 ist auch nicht schlecht. Das Problem ist halt, es kostet mächtig viel Wies, das zu holen. Und, ja, ich würde aber sagen, ich hätte mal vorher einen Screenshot machen sollen. Ich würde mal sagen, das ist schon mal sehr, sehr geil und soll auch für diese Folge genügen. Ich werde jetzt offline mal nach anderen Nodes noch gucken und mir hier so eine kleine, ja, wie ich sagen, so eine kleine, einen kleinen Vorratskeller bauen, ne? So machen wir das. So, also, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute. Ist der zweite? Oh, da kommt ein großer. Oh. Und noch einer. Da kommt, der muss sitzen. Bam! Nochmal. Bam! In your face, Alter! Wo ist der jetzt hin?